Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Arcgenesis Part 2. So, den Kumpel muss ich leider auch killen. Ich war nämlich in der Pause jetzt ein bisschen fleißig. Ich habe ordentlich Polymer gefarmt. Leider musste auch unser Kumpel dran glauben, der uns hier die ganze Zeit besucht hat. Aber wie ihr es unten in der Schnellslot-Leiste sehen könnt, ich habe eine Harpune gebaut und 10 von diesen Netzprojektilen. Das fiel mir nämlich noch ein, dass wir das ja hier haben als neues Mittel. Und ich denke mal, das ist ganz praktisch, um uns so ein, wie heißt er, Mehring am Boden festzunageln. Ich hoffe, das klappt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ja, ich bin gespannt. So ein Mehring-Sattel, den können wir hier nicht herstellen. Wahrscheinlich in der Werkbank. Brauchen wir vielleicht auch noch. Können wir ja direkt mitnehmen. Why not? Oh, da haben wir sogar die Ressourcen. Fasern, Leder, Metall. Ja, also aufs Metall musste ich relativ lange warten. Und ich brauchte 50 Zement. Also das war jetzt gar nicht so ohne, aber ich habe alles ein bisschen zusammengekratzt. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr viel auf Lager, weder an Zement noch sonst was. Hat man vorher schon nicht, aber jetzt haben wir noch weniger. Ja, Opsi hatte ich Gott sei Dank auf dem Rückweg das letzte Mal aus dem Loot Drop. Aber ja, so schaut's aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Mehring-Suche, wa? Mehring! Hm? Wir beschleunigen das Ganze mal. Loot-Drop? Nee, zu den gehört es nicht. Das ist Level 40. Level 96. Ich meine, für den Anfang wäre ja zum Testen so ein 96er schon mal nicht schlecht, ne? Das Einzige, wo ich drauf aufpassen möchte, ist... Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Wir gehen doch lieber nach unten. Eieiei. Oh. Hä? 216? Yes! Oh, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ist doch nicht wahr. Aber ich glaube, die bleiben ungefähr... eine Minute? Ist nicht euer Ernst. Ein Alpha-Raptor? Ich glaube, den können wir knicken. Da oben ist noch ein Alpha-Raptor. Planänderung. Muss mal eben kurz zur Base. Das ist gut. Etwas zu erforschen. Ich habe keine Lust, etwas zu erforschen. Ich weiß, dass wir hier gleich Besuch kriegen. Willkommen zu Hexagon Exchange.
Danke, Überlebender. Nein, 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 nein. Zwei Alpha-Raptoren und ein Yoti. Nicht euer Ernst. Ich dachte, das ist das leichte Gebiet hier. Naja, also Strukturschaden habe ich aus. Da können sie sich hier auf den Kopf stellen. Ja, sollen sie hier machen, was sie wollen? Der 40er. Ach du schöne Schande. Au, 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 au. La, 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 la. Ei, 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 ei. Ich dachte, das wäre das Startgebiet hier. Da ist ein Rex, da ist ein Yuti, zwei Alpha-Raptoren, wenn ich es richtig gesehen habe. Kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, da Alpha-Raptor. Level 24 nur. Nur. Wenn wir den am Boden festtackern. Fünftausend Leben hat der. Die Frage ist natürlich, jetzt kriege ich den gekillt so? Er blutet schon. Lol, das ist praktisch. Die Frage ist halt nur, wie lange ist der so? Weil es ist nur ein 24er. Yes! Lol. 24er Alpha Raptor. Oh, 220 rohes Filet. Boop, boop. Och nein! Man kriegt hier keinen Stunt-Schaden. Oder liegt das an der Tech-Rüstung? Dass die Viecher einem alle nichts können. Okidoki, dann können wir doch direkt auch noch das Schaf mitnehmen. Dann haben wir auch noch unseren Fleischvorrat aufgefüllt. Bring mal kurz nach Hause. Es läuft natürlich wieder alles voll nach Plan heute hier. Du bist der 40er, oder? Wo ein 30er? Ach Gott. Der wäre halt vor unserer Haustür, ne? So. Nein, ich zähme jetzt keinen Rex.
999. Oh, schon alles durch. Perfekt. Haben wir irgendwas Gutes bekommen von dem? Nee, ne? Ey, dann machen wir schon mal ein Alpha Raptor mit der bloßen Handblatt, also mit der Pike, und kriegen da nichts von. Das ist lame. So, die Frage ist, habe ich wieder genug Stuff, um mir noch zwei Netze herzustellen? Die sind nämlich auch nicht gerade günstig. Ja. So. Oh, die Pike muss mal reparieren, Freunde. Die hat gelitten bei dem Raptor. Ein Alpha-Raptor mit der Pike-Blatt gemacht. Das ist nice. Also diese Netze. Halten wir es aus. Wir nicht. Also immer dran denken, bitte, dass diese. Braucht ganz schön lange, ne? Also so. So stark ist die Faust jetzt nun doch nicht. So, wir lassen das jetzt liegen. Ich möchte jetzt gerne endlich mal ein Mewing haben. Kann doch so schwer nicht sein. Der läuft da unten rum. Level 32 und Level 40. Wow. Du bist hübsch. 136. Ja, aber da ist noch ein Alpha Raptor. Hier brauchst du doch keinen. Guck doch mal, guck bitte mal, was da oben abgeht. Das sind auch wieder diese komischen neuen Wölfe. Ne, ein Erdtyllakoleo ist das sogar. Und ein 40er Alpha-Raptor. Wow, wow, wow. Ich möchte doch einfach nur ein Mewing. Das Problem ist, wir müssen den halt irgendwo legen, wo es halbwegs friedlich ist. Rentil holen wir das nächste Mal. Oh, hier ist ja auch ganz schick, ne? Schaut mal, was für eine schöne Oase. Ist noch ein Alpha Raptor, ist nicht euer Ernst. 152er Alpha Raptor. Also, ja. Have fun, würde ich sagen. Gerade ein bisschen schwierig hier mit Mewing zähmen. Hier ist Metall. Jetzt finde ich hier Metall. Ernsthaft? Aber ist ja klar, das ist ja. Ist ja. Der normale Ark-Standard, dass wenn man es findet,
dass man es findet, wenn man es nicht sucht. Warum? Hier ist alles voller Metall. Noch ein Alpha-Raptor? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Also ist ein bisschen... Bisschen übertrieben das mit den Alpha-Raptoren, würde ich sagen, wa? Ich dachte echt, wir gehen jetzt so schön da oben, schnieken in unser Startgebiet, holen uns ein Mehring und alles ist gut. Nix ist gut. Hundertsechsunddreißiger fände ich ja auch schon mal nice. Gut. Wisst ihr, was das große Problem geben wird, wenn wir mal keinen Tech-Anzug anhaben? 224. Wollen wir den nochmal versuchen? Wir kümmern uns nachher um die Raptoren. Das ist schon wieder ein Alpha-Raptor, ist doch nicht euer Ernst. Oh, der ist bewusstlos. Er ist jetzt echt beschäftigt mit dem Abbauen, ne? Oh Mann! Ich meine, solange wie er da versucht, die Stegos abzubauen, kriegt die nicht weg, ist er beschäftigt. Damit wir nicht zu viel verlieren. Er ist immerhin schon bei 20%. Ich meine, ein Fünftel Hammer, ne? Und dann nimmt er sich vielleicht erstmal den Stego vor. Es könnte eine knappe Kiste werden. Könnte eine ganz knappe Kiste werden. Was schneller, Junge. Ein Drittel haben wir geschafft. Und er darf halt den Pronto nicht erwischen. Wenn der Pronto anfängt, mit seinem Schwanz hier rumzuschlagen. Der alles... die Füße. Egal, komm, er liegt jetzt, wir probieren's. Aber ich glaube nicht, dass das hinhaut.
Oh Mann, ich bin gerade so angespannt. Ich bin so angespannt. Ich mag gar nicht atmen. So angespannt bin ich gerade. Aber sie entfernen sich in die andere Richtung, was für uns gut ist. Wir sind bei der Hälfte. Ja, sie gehen immer weiter nach da hinten. Wir könnten echt Glück haben. Also so nah neben einem Alpha Raptor habe ich noch nie irgendein Vieh gezähmt. Komm Junge, ess schneller. Bist du ein Junge? Ach nee, ihr habt ja noch gar kein Geschlecht. Das soll aber angeblich ein Bug sein. Man kann sie wohl auch breeden. Aber das sind Dinge, die ich höre. Darauf gebe ich keine Gewähr. Darauf gebe ich definitiv keine Gewähr. Aber wäre schon cool, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nicht zu viel auf den geschossen habe. Ich habe erst gar nicht gesehen, dass er bewusstlos ist. Man sieht das irgendwie nicht. Die Effektivität war ja okay, also haben wir es doch schon hingekriegt. Ah, der Alpha Raptor prügelt immer noch da hinten rum. Ey, Junge, mach. Er hat da hinten zwar noch genug Futter. Und er ist jetzt echt weit genug weg. Oh, ich bin so angespannt. Es ist auch noch ein 224er, ne? Also es ist eigentlich ein richtig guter Mehring. Alter. Gib mir ja nicht das Viech hierher, bitte. Gut, der rennt weg. Er rennt. Rennt. Den woanders hin. Ganz weit weg, bitte. Ganz weit weg. Oh Mann, was bin ich angespannt. Oh. Komm, Junge. Ess doch, bitte. Wär so doof. Komm, noch zweimal essen. Du schaffst es. Und dann nichts wie weg hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man die Dinger reitet, aber erstmal weg hier. Obwohl er ist, glaube ich, nach... Nein, da ist er. Oh nein, komm, mach. Komm. Ess. Ess. Bitte ess doch. Ja. Wow. Okay, okay, okay. Ich habe noch keine genaue Ahnung, wie. Ah, hier ist ja echt alles voll. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Oh, shit. Okay. So geht's scheinbar nicht. Okay. So, ich wüsste erstmal gerne, wo wir sind. WTF, wir müssen in die Richtung. Oh no. Okay.
Man muss ein bisschen üben. Hüpfen und nochmal Leertaste drücken. Ach du schöne Schande. Okay. Ich halte fest, ich möchte eigentlich nur nach Hause. Weil ich bin mit den Nerven gerade so ziemlich am Ende. Hüpfen, hüpfen. Hüpfen, hüpfen. Hüpfen, hüpfen. Nee, hüpfen, hüpfen geht nicht. Man muss Shift dabei gedrückt halten. Shift, W, hüpfen, hüpfen. Juhu. So. Ah, wir sind fast zu Hause. Aber da ist auch noch der... Bleib mal kurz da. So. Leute. Also wie gesagt, mit dem Fliegen komme ich noch nicht ganz so klar, aber... Aber wir haben einen schicken Marvin. Marvin. Nein, mach das weg. Ich wollte doch nur das Overlay ausblenden. Sehr, sehr nice. Immer den Kopf drehen müssen, ne? Ah. So nicht. Cool. Also ich bin happy mit unserem Mewing. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es Huch, ob es Männchen oder Weibchen ist. Und ich weiß auch noch nicht so recht, wie man den Flugmodus aktiviert, aber irgendwie klappt's. Und das ist ultra. Wow. Punktlandung. So. Ja, wow. Nein, auch nicht. So, wir haben es jetzt. Er ist Level 335. Nice. Hat er alle Bären weggefuttert? Er könnte ein bisschen... Ach, Nursing Effectiveness. Man kann ihn gar nicht auf Speed leveln, sondern auf Nursing Effectiveness. Was haben wir hier gekriegt? Zwei Tech-Doppeltürrahmen, Filtersubstrat und Salz. Okay, alles klar. Also scheint in den Loot-Drops nichts verändert worden zu sein. Aber ganz ehrlich, den packen wir auch ein. Können wir dafür noch ein... Ich tausche meine ganzen... Die du ausgeben möchtest? Nee, leider nicht. Dann packen wir hier... Mir ist tatsächlich... Was hat Manfred? Packen wir Manfred mal aus. Soll er halt hier drinnen stehen bleiben? Und dann packen wir den Mewing ein. Weiß ich halt noch nicht, welches Geschlecht er hat, aber angeblich kann man sie paaren. Pick up Baby. Okay. Verhalten. Okay. Option. Sterilisieren, Dino exportieren, freilassen. Übertragungsreichweite. Ich weiß nicht, was das sein soll.
Aber ihn nennen wir jetzt, das ist ein Mädchen. Ja? Sitzen. Wir nennen sie erstmal Mary. Wir beschließen jetzt, es ist ein Mädchen und es heißt Mary. Weil sie haben ja kein Geschlecht, aber man kann sie brüten. Das ist halt im Moment so ein bisschen... Keine Ahnung, ob das später noch gehen wird, also ob es gewollt ist oder nicht. Ich würde gerne mal wissen, was der für einen Nahkampfschaden macht. Also können die auch gut austeilen oder... Er sammelt Fasern, aber kein Holz und Stroh. Okay. So, jetzt sind wir, haben wir doch wieder überzogen. Ihn lasse ich hier nicht so stehen, es tut mir leid. Da war mir der Zehn-Vorgang zu riskant, liebe Freunde. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Zähmen in der Gegenwart eines Alpha-Raptors, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn hoffentlich alles nicht mehr ganz so aufregend ist. Und holen uns vielleicht mal ein Petri, dass wir ein bisschen besser fliegen können. Das wäre, glaube ich, ganz schick. Ich rüste uns weiter auf. Hier unten waren irgendwo die Strukturen drin. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen. Habt eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.